Die Netflix-Serie Squid Game hat einen weltweiten Hype ausgelöst. Who is this psycho robot? Die sozialen Netzwerke und Medien sind voll mit Fans, die die Serie und ihre Charaktere feiern. Sogar Kinder verkleiden sich wie Darsteller aus Squid Game. Eine Serie, die laut Netflix für Zuschauer ab 16 Jahren ist. In der koreanischen Produktion geht es um tödliche Spiele. Alle hier Anwesenden stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund. Freiwillige Teilnehmer, die hoch verschuldet sind, bekommen hier die Chance auf einen Jackpot. Nur eine oder einer kann das Geld mit nach Hause nehmen. Und zwar die Person, die alle 6 Spiele überlebt, darf den Gewinn sein eigen nennen. Rotes Licht, grünes Licht. Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben? Die Spiele sind abgewandelte Kinderspiele, wie zum Beispiel Tauziehen, die bei Squid Game zu brutalen Kämpfen auf Leben und Tod ausarten. Wirklich nichts für schwache Nerven und schon gar nichts für jüngere Zuschauer. Doch Kinder spielen inzwischen auf den Schulhöfen die aus der Serie bekannten Spiele nach. Wer hier dann verliert, kassiert Schläge oder wird bespuckt. Besonders beliebt ist das Spiel Rotes Licht, Grünes Licht. Es gibt eine Ziellinie. Um diese zu erreichen, darf man sich nur dann bewegen, wenn der Spielleiter, in der Serie eine große Puppe mit Kameraaugen, nicht hinsieht und somit grünes Licht gibt. Wird jemand beim Umdrehen dann entdeckt, der sich doch noch bewegt, während rotes Licht gilt, wird derjenige disqualifiziert. Ihr habt Leute getötet. In der Serie bedeutet das der Tod.